Es waren zwei Faktoren, die die Tech-Aktien haben zu einer Bärenmarkt-Rallye hossieren lassen, könnte man sagen. Erstens die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Diese Hoffnung hatten wir schon 2022 und die Tatsachen haben die Utopien widerlegt. Wir hatten keine Zinssenkung, im Gegenteil, wir dürften im Mai nochmal mindestens eine Zinsanhebung sehen. Zinssenkungen bisher seitens der Fed jedenfalls nicht in Sicht. Dass die Rallye dann nicht gestorben ist, die im Oktober einsetzte, vor allem durch die Tech-Aktien, die ja von einer Zinssenkung normalerweise profitieren würden, hatte zu tun mit der Bankenkrise, denn diese Bankenkrise führte zu einer Flucht in die vermeintliche Sicherheit stabiler großer Tech-Werte wie Apple und Microsoft, wie sie alle heißen. Dazu kam, dass man sich sagte, naja, durch die Bankenkrise muss die Fed dann die Zinsen ja sowieso senken, also sehen wir uns doch bestätigt in unseren Hoffnungen, dass die Fed die Zinsen senken muss, was dann wiederum ja doppelt gut für Tech-Aktien ist. Heute haben wir jetzt den Abgleich zumindest mit der Zahlenrealität, denn das Interessante ist, dass die Gewinnerwartungen, die Umsatzerwartungen für diese Tech-Konzerne gefallen sind in dieser Zeit, wo diese Aktien gestiegen sind. Das heißt, wir haben jetzt schlichtweg nur in dieser Price-Earnings-Ratio haben wir ein höheres P, ein höheres Price, aber nicht eher ein höheres Earnings. Das heißt, diese Aktien sind schlichtweg teurer geworden und heute bekommen wir die Zahlen von Microsoft und Google und die müssen zeigen, dass zumindest die Realität nicht zu weit entfernt ist inzwischen von den Bewertungsniveaus. 22 Uhr Google oder Alphabet und dann auch zur gleichen Zeit etwa Microsoft. Wir werden heute bei finanzmarktwelt.de berichten. Schauen wir uns mal die Gewichtung an im S&P 500, welche Aktien hier praktisch relevant sind. Apple 7%, 7,1%, dann kommt schon Microsoft 6,1%, dann an vierter Stelle nach Amazon schon Nvidia. Und dann die beiden Alphabets, Class A und Class B, sodass wenn man die zusammenzählt, dann wären wir bei 3,3, 3,4 Billionen, also deutlich weniger als etwa eine Microsoft. Insofern ist das, sind die Zahlen von Microsoft für die Indizes, könnte man sagen, relevanter für die Bewegungen. Der Markt wird psychologisch mehr achten, wahrscheinlich auf Google, weil man sich sagt, naja, da hängt mehr dran, die ganze Werbeindustrie, Konsum. Wie schaut es da aus? Jedenfalls, wie gesagt, wir werden berichten über diese Zahlen. Schauen wir uns jetzt mal an, was hier gelaufen ist. Wir sehen hier den Nasdaq Advanced Decline. Also rot ist der Nasdaq, der sich ja ganz ordentlich gehalten hat. Und hier, das ist in der diese grüne Grafik hier, die Zahl der Aktien, die gestiegen ist, im Minus der Aktien, die gefallen sind. Wir sehen also null Marktbreite, das wird immer schlimmer. Es fallen eigentlich immer mehr Aktien und es sind, oder es hat der Nasdaq seit dem 13. März 1139 Punkte hinzugelegt und 580 Punkte davon, also 51% dieser Rallye, sind durch vier Aktien entstanden, Microsoft, Apple, Amazon und Nvidia, die jeweils hier deutlich zugelegt haben. Dementsprechend basiert eben diese Rallye auf diesen wenigen Schwergewichten. Die müssen jetzt ihre Zahlen liefern. Hier sehen wir, dass diese Schwergewichte dann eben auch die Gesamtindizes nach oben gezogen haben. Hier sehen wir den Technology-Sektor in der links oberen Grafik zum S&P 500 deutlich besser gelaufen, dadurch den S&P 500 nach oben gezogen. Gleichzeitig ist in dieser Periode, wo eben diese Tech-Aktien besser gelaufen sind, haben die Insider, die vorher zugegriffen hatten, extrem stark verkauft. Das sehen wir in der unteren Grafik. Jetzt sind wir schon an sehr deprimierten Levels, könnte man sagen. Also es ist zu erwarten, dass die Insider jetzt bald wieder kaufen müssen, weil eben so vieles verkauft wurde. Rechts oben sehen wir nochmal diese Insider Transaction Ratio, die ist sehr, sehr hoch. Also das ist schon ein ziemlicher Hammer. Dann sehen wir, dass nur 35% der Aktien aus dem S&P 500 den S&P 500 selbst outperformen in den letzten 20 Tagen. Also weniger oder knapp über ein Drittel der Aktien läuft besser als der Index selbst. Das gab es zuletzt in der Dotcom-Blase und das hatte ich gestern von Liz Ansonders schon gezeigt. Nur 4% der Aktien im S&P 500 machen neue 52-Wochen-Hochs, also höchster Stand seit einem Jahr. Das war bei diesen wirklichen Bullenmärkten, die dann nach diesen großen Krisen, Dotcom-Crash
und der Finanzkrise entstanden. Also in den Jahren 2002 und 2009 war das komplett anders. Da hatten wir richtig große Marktbreite. Das ist diesmal nicht der Fall. Und Tech ist jetzt eben schon sehr, sehr teuer. Die Price-Earnings-Ratio etwa des Tech-Sektors im S&P 500 24,1 im Vergleich zu 18,1 beim S&P. Das ist auch historisch gesehen sehr, sehr hoch. Hier sehen wir den Average praktisch. Ein Verhältnis, oder es ist durchschnittlich schon immer so, dass der Nasdaq, weil es ja Tech und Hoffnungswerte sind oft, dass er teurer ist, aber nicht so teuer. Das war nur einmal der Fall im Jahr 2021, also als die Fed noch munter Geld gedruckt hatte durch Quantitative Easing und die Zinsen bei Null waren. Gleichwohl, wir sehen, Long Tech ist der most crowded trade, also der am meisten gefüllte Trade, könnte man sagen. Die ganze der Bank of America befragte Investorenschar ist da offenkundig drin. Die machen jetzt 13,2% der Overall Single Stock Net Exposure bei Goldman Sachs aus, also wo diese größeren Player praktisch investiert sind. Auch das ist ein sehr, sehr hoher Wert und man wird jetzt natürlich darauf achten, wie die Dinge hier reinkommen. Digital Advertising, das wird vor allem für Google eben sehr wichtig, also digitale Werbung, E-Commerce Spending, das dürfte unter Druck bleiben, auch wenn es Zeichen für Verbesserung gibt. Man kann davon ausgehen, dass nach der Pleite der Silicon Valley Bank die Dinge sich deutlich verschlechtert haben in jeder Hinsicht. Cost-Cutting is a key trend, also viele versuchen ihre Kosten deutlich zu drücken. Das dürften wir heute in den Zahlen dann auch wahrscheinlich hören. Und hier sehen wir das, was ich vorhin sagte. Wir haben hier mal einen Vergleich zwischen der Price-Earnings-Ratio und eben der Erwartung, was da an Umsätzen kommt. Und wir sehen die Erwartung, wie die ganze Geschichte laufen wird für die Tech-Unternehmen, die ist nicht gestiegen, sondern gefallen in der Zeit, während die Kurse eben deutlich gestiegen sind. Mit anderen Worten, die Bewertungen sind gestiegen, die Aktien sind teurer geworden, ohne dass sich fundamental an der Lage der Unternehmen etwas verbessert hätte. Und das hat natürlich die Indizes nach oben gezogen, weil Information Technology mit über 28% sehr stark gewichtet ist. Wir sehen jetzt Drehmomente im Bullish und Bearish Signals von Ron Walker. Wir sehen aber auch unten negative Divergenzen im Nasdaq 100. Das muss nicht sofort zu Verkäufen führen, aber es zeigt eben, dass wir da schon ziemlich Oberkante Unterlippe sind mit vielen, vielen negativen Divergenzen. Dennoch gehen wir übergeordnet seitwärts. Wir haben gestern wieder mal den Dow Jones leicht im Plus, den S&P 500 plus 0,09%. Ich glaube, wir haben jetzt an den letzten 6 Handelstagen waren wir viermal nicht mehr als plus 0,1 oder minus 0,1%. Wir sehen den VIX nach wie vor sehr, sehr tief. Kolanovic sagt ja, das liegt am Optionsmarkt, könnte man sagen, dass wir dann immer wieder diese Gegenbewegung sehen. Wenn es nach unten geht, geht es dann wieder nach oben. Wenn es nach oben geht, wird das dann meistens wieder abverkauft. Aber eins ist klar, die Hoffnung, die entscheidend war für diese Erholung, die wir seit Oktober gesehen haben, ist, dass die Fed die Zinsen senkt. Diese Hoffnung hat eigentlich keinerlei Anhalt bisher an der Realität, aber sie lebt. Man erwartet also hier etwa bis Mitte 2024 1,5% Zinssenkung von der Fed. Und die Volatilität extrem gering eben. Keiner scheint wirklich sich Sorgen zu machen, aber wir sehen eben oft, dass wenn die Märkte langweilig seitwärts laufen, dann etwas Großes kommt nach oben oder eben nach unten. Hier sehen wir die Volatilität, den VIX, und wir sehen den gestern neu eingeführten One-Day Volatility Index der CBOE, also der Optionsbörse aus Chicago, der da ein bisschen angesprungen hat. Seit gestern gibt es ja diesen eintägigen VIX, also das ist ein ganz anderes Ding als der normale VIX, der ja praktisch die Optionspreise berücksichtigt für S&P 500 Aktien oder Optionen auf S&P 500 Aktien für die nächsten 30 Tage. Und schauen wir uns mal jetzt die Zinserwartungen an. Für Mai die Wahrscheinlichkeit weit über 90%, dass die Fed die Zinsen anheben wird, also dass die Fed
Nächste Woche, nächsten Mittwoch, dann die Zinsen anheben wird, gilt als sicher. Im Juni geht man dagegen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit 90% ist, dass die Fed nicht mehr die Zinsen anhebt, aber eben auch nicht senkt, sondern die Zinsen eben da lässt, wo sie eben bereits hat. Nämlich, wenn sie jetzt im Mai dann diesen Schritt macht, bei 5 bis 5,25%. Und ich glaube, die Fed ist eben sehr stark geprägt, aus den 70er Jahren. Da hat man zu früh die Zinsen gesenkt. Deswegen sind diese Erwartungen an Zinssenkungen aus meiner Sicht falsch. Es sei denn, es passiert etwas echt Schlimmes. Wirtschaft rauscht komplett runter, Bankenkrise eskaliert total. Dann würde die Fed die Zinsen senken. Aber aus meiner Sicht begehen die Märkte den logischen Fehler, dass sie nur die eine Seite der Medaille sehen und verkennen, dass eine Medaille mindestens zwei, wenn nicht gar drei Seiten hat, oben, unten und eben die Seite. Nämlich sie wollen nur sehen, dass die Fed die Zinsen senkt. Warum sie senkt, das spielt dann keine Rolle, aber das ist ja genau das Thema, was dann interessant ist. Die Fed wird die Zinsen nur senken, wenn sie wirklich dazu gezwungen ist, aufgrund eines Unfalls. Und dieser Unfall könnte passieren eben durch Banken. Wir haben gestern gesehen, die Zahlen von First Republic, die waren eigentlich ganz okay. Aber worauf die Märkte geachtet haben, waren die Einlagen, die um 40% abgestürzt sind innerhalb von 3 Monaten. Und dazu kommt ja noch, dass da JP Morgan und andere Banken hier Milliarden reingelegt haben, selber ein Konto bei der First Republic geöffnet haben. Ich meine 30 Milliarden, dann wären sonst die Konten nur noch bei 74 Milliarden. Also das wäre extrem hart gewesen. Da ist noch man nicht aus dem Schneider, um es mal vorsichtig zu formulieren. Die Aktie deswegen gestern 22% nachbörslich verloren, nachdem sie im Tageshandel 10% gewonnen hatte. Wir sehen hier übrigens mal eine Aussage des Dallas Manufacturing Index oder eines Befragten, der sagt, wir wurden schon benachrichtigt, dass unsere Kreditlinie erneuert werden muss und dass das sehr schwierig werden dürfte. Und unsere monatliche Steigerung in Zinskosten ist so hoch wie noch nie seit dem Jahr 2007. Das dürfte etwas sein, was jetzt vielen, vor allem kleineren Unternehmen passiert. Es ist so, dass diese kleineren Unternehmen deutlich schwerer an Kredite kommen. Kreditkonditionen verschärfen sich und vor allem das große Thema sind diese Commercial Real Estates, also diese Gewerbeimmobilien. Sollten die, wie Morgan Stanley sagt, 40% im Wert fallen, dann wäre das mehr als in der Finanzkrise und würde diese Banken, diese Regionalbanken, die da zu 70% solche Kredite in diesem Bereich finanzieren, richtig treffen. Und getroffen hat auch das, was mit Bed Bath & Beyond passiert ist. Die Firma ist platt, wird alle Filialen schließen. Retail-Trader haben das als Meme-Aktie immer wieder nach oben gedreht. Jetzt allerdings hat man damit ziemlich deutliche Verluste erlitten, während die Shortplayer, die diese Aktie geschortet hatten, sehr, sehr große Gewinne gemacht haben. Und die Situation bei Bed Bath & Beyond, wie gesagt, so ein Liebling der Meme-Aktien und das wird nicht die letzte sein, die dann Konkurs geht. Die Situation war schon offenkundig so, dass die unbedingt Notkredite brauchten, um überhaupt dann den Bankrott anmelden zu können. Also desaströs, ein Unternehmen, das ja ziemlich viele Mitarbeiter hat und hatte vor allem, aber immer noch hat und viele Filialen auch hatte und immer noch teilweise hat. Und wenn wir jetzt nochmal zum politischen und den Finanzmärkten in dieser Kombination kommen, dann sehen wir, dass die Credit Default Swaps für ein Jahr Laufzeit in den USA praktisch komplett durch die Decke schießen. Es wird also immer teurer, sich gegen einen Zahlungsausfall der Amerikaner zu versichern. Der Grund ist die Debt Limit, die Schuldenobergrenze, und das rückt jetzt immer näher. Wahrscheinlich wird schon diese Schuldenobergrenze im Mai erreicht sein, weil die Steuereinnahmen so miserabel sind. 29% zum Vorjahr gefallen in diesem Zeitraum. Also muss da bald was passieren und dass man sich da einigt, das scheint extrem schwer, weil die Republikaner jetzt zwar einen Vorschlag machen, aber ob der selber bei den Republikanern eine Mehrheit findet, ist alles andere als sicher. Ich will nochmal hier diesen Punkt betonen, hier diese vermeintlich so großen Short-Positionen. Immer wieder liest man das von Hedgefonds, aber nein, die sind netto long. Hier sieht man nochmal diese Grafik von Goldman Sachs. Die sind mit extremen Long-Positionen dagegen und die ganze Geschichte netto ist long. Also von wegen hier ganz dicke Short-Positionen im Markt, das ist so nicht richtig. Und diese Hedgefonds, die waren long in China. Vor allem haben sie eben dieser Wiedereröffnung Chinas gespielt, die aber jetzt immer enttäuschender ist, offenkundig. Wir sehen jetzt die Enttäuschung, Hang Seng 3% fast heute gefallen. Wir haben jetzt den MSCI China,
der jetzt 6 Tage in Folge fallen dürfte. Und die Hedgefonds, die vorher long waren, die haben jetzt auf Short gedreht und haben teilweise die Gewinne, die sie hier in diesen chinesischen Aktien mit Long-Positionen gemacht haben, jetzt in Short-Investments in den USA investiert. Interessanter Faktor. Jetzt kommen wir noch zur ECB. Also die Fed soll die Zinsen senken, alle anderen nicht. Das hat es nur einmal gegeben. Das war in der Dotcom-Blase. Da hat die EZB dann die Zinsen noch weiter angehoben, um dann panisch die Zinsen später senken zu müssen. Jetzt Aussagen von Lane, dem Chefvolkswirt, der gesagt hat, ja, wir werden im Mai die Zinsen nochmal anheben müssen, hat aber nicht gesagt, um wie viel. Und Inflation weiter relativ hoch, aber ich denke nicht, dass wir in einer Art 70er Jahre Situation sind. Ich glaube, wir sind fast in einer schlechteren Lage als in den 70ern, denn in den 70ern ist die Wirtschaft weiter gewachsen, übergeordnet. Wir hatten auch demografisch überhaupt keine Themen, das war damals ganz anders. Jetzt haben wir demografisch ein Thema, wir haben immer weniger Arbeitskräfte, wir haben eine idiotische Energiepolitik, die extrem teuer und ineffizient und daher extrem inflationär ist. Dementsprechend wird die Inflation nicht wirklich nachhaltig fallen durch diese extrem teuren und ineffizienten Projekte. Dementsprechend wird die EZB auch die Zinsen nicht senken können. Also sind wir vielleicht in einer sehr unschönen Lage. Da sagt Felbermayr, der ehemalige in Deutschland tätige Volkswirtschaftler, der jetzt in Österreich wieder ist, einer der besten Köpfe, wie ich finde, aus dem Bereich der Ökonomie, der sagt, die EZB wird ihr Inflationsziel von 2% aufgeben müssen und das anheben müssen. Mal sehen, ob das wirklich passieren wird. Jetzt ist mir hier etwas verrutscht, dann rutsche ich es gerade, meine Damen und Herren. So müsste es jetzt wieder passen. Und im Fokus ist ja die Kerninflation derzeit. Die erreicht neue Rekorde, während die Headline-Inflation nach unten geht. Also die Inflation, Kerninflation ohne Nahrung und Energie, die ist hoch. Und solange der Dienstleistungssektor boomt, was er derzeit ja tut in allen Ländern, solange werden wir eben auch in der Kerninflation keinerlei Rückgang sehen. Aber früher oder später dürfte der Niedergang der Industrie in vielen Ländern, auch in Deutschland vor allem, dann auch den Dienstleistungssektor betreffen. Das wird kommen. Und jetzt hier noch eine Verkaufsempfehlung. Da sagt sowohl JP Morgan als auch die Bank of America, ja, jetzt ist Zeit, europäische Aktien zu verkaufen, weil die zu gut gelaufen sind, auch in Relation zur wirtschaftlichen Entwicklung. Und die Kursziele sind da teilweise schon am oberen Ende jetzt angekommen. Also mal sehen, ob die Recht behalten. Wir werden heute bei Finanzmarktwelt darüber schreiben. Und jetzt hier für mich auch eine interessante Nachricht. Viessmann, einer der 5 großen Heizungsbauer in Deutschland, wird jetzt gekauft von einem US-Unternehmen, ein Klimatechnikunternehmen, das selber massiv verschuldet ist. 5 Milliarden Netto-Schulden, das entspricht einmal dem EBIT da. Dementsprechend muss dieser Deal finanziert werden. Aber wir geben hier, wenn wir schon komplett auf diese Wärmepumpen setzen, dann geben wir praktisch einen der führenden Player auf. Auch das ist mal wieder typisch. Abschließend 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Die geringe Volatilität kaschiert die Risiken am Aktienmarkt. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie in diesem Artikel. Und 2. Artikel nochmal die dramatische Lage bei der First Republic Bank und der Bankenkrise. Also diese 2 Empfehlungen. Wir sehen uns heute zum Marktflüster. Servus, ciao.